Ich brauche hier nicht den Gutschein. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, ich bin heute verständlich oder wir alle sind heute verständlich. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz des heutigen Punktspiels, 14. Spieltag zwischen dem FSV 63 Luckenwalde und Tennis Borussia. Ich begrüße auch meine Trainer Aboujé von TB, Micha Braune vom FSV 63 Luckenwalde. Ich will gar nicht allzu viel Vorreden halten heute. Ich bewundere bloß beide Trainer. Wie macht ihr das bloß Woche für Woche? So viel Emotionen über euch ergehen hast zu wissen, ihr dürft heute das Spiel einschätzen, aber du hast für nächstes Wort. Bitte, schön dich dran. Schönen guten Abend. Gehen wir es chronologisch an. Aus meiner Sicht kommen wir die ersten 5 bis 10 Minuten wirklich gut ins Spiel, gute Energie. Ist nicht ganz selbstverständlich für so eine junge Mannschaft, die gegen Landesligisten zu Recht rausgeflogen ist. Dann kommt eine Phase, wo wir 1, 2 schlampige Bälle haben, wo Luckenwalde gute Umschalter hat. Dann kommt ein Freistoß auf der rechten Seite. Ob das ein Freistoß ist oder nicht, das müssen andere beurteilen. Dann fliegt der Ball rechts, links durch die Gegend. Das kann man keinem richtigen Vorwurf machen, dass er dann den einnickt. Wir waren dann, oder Luckenwalde war dann ganz klar im Feld überlegen und haben es sehr, sehr ordentlich gespielt im Positionsspiel. Haben uns sehr viel bewegt. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist dann halt das Zweikampfverhalten beim Elfmeter. Dann müssen wir das 0-1, musste in die Pause mitnehmen. Wir werden ausgespielt und wollen danach hakeln. Das ist klar, Elfmeter. Und bis zu 0-2 zurück. Kommst aus der Pause, nimmst dir eine Menge vor, überstehst die Druckphase, die ersten 10 Minuten, 15 Minuten, wo Luckenwalde vielleicht schon den Deckel da drauf machen können. Kommst dann wieder rein ins Spiel. Die Jungs haben sehr, sehr gute Haltung gemacht, haben sehr ordentlich gespielt, aber leider Gottes fehlt uns die Zielstrebigkeit bei dem Durchbruch von Damalam, wo er den Ball zurückspielen will. Können wir vielleicht aufs 2-2 gehen, was vielleicht auch zu viel des Guten gewesen wäre. Braune und seine Jungs hätten das, wenn man ehrlich ist, viel, viel früher den Sack zumachen können. Wir waren aber noch am Leben, haben leider Gottes dann nicht den Punch gehabt, um dann vielleicht glücklich ein 2-2 zu holen. Luckenwalde und Braune, Glückwunsch zum Sieg. Wir hätten gerne was mitgenommen. Müssen wir nächste Woche gegen Lichtenberg 47, müssen wir dann schauen, dass wir 3 Punkte holen. Ja, allen schönes Wochenende. Danke. Abu, danke für deine Worte. Michael, du bist dran. Ja, danke Abu. Ich finde, er hat viel richtig gesagt oder alles eigentlich gesagt. Wir waren schon die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, viel zu Recht. Dann auch 2-0, ich glaube dann 10, 15 Minuten nach dem Pausenpfiff müssen wir das Spiel entscheiden. Da lassen wir so viel liegen, aber es bezeichnend für unsere Halbserie bis jetzt. Ich weiß gar nicht, wo mein Trainerkollege aufgehört hat, Striche zu machen. Es waren unzählige Chancen, da müssen wir einfach einen Sack zumachen. Dann schicken wir durch einen Torwartfehler den Gegner 2-1. Und dann ist es halt ein typisches Spiel, beide sind im Abschiedskampf. Fällt 2-1 und dann merkt man natürlich, dass bei der Mannschaft auch was passiert. Im Kopf ist ja ganz normal. War dann froh, dass Wechseln das 3-1 gemacht hat und damit war der Deckel drauf. Hab überlegt, ob ich dazu was sage, aber ich muss mal meinen Trainerkollege, weil ich den natürlich auch persönlich kenne, ein bisschen in Schutz nehmen. Ich weiß nicht, bei uns ist ja auch so ein bisschen gefühlt, dass manche dachten, wir werden nochmal Zehnter dieses Jahr. Die haben, weiß ich nicht, ob die sich Experten nennen lassen wollen. Ich glaube, mit unseren Bedingungen ist es ganz normal, dass TB, Lichtenberg und Luckenwalde halt gegen Abschied spielt. Das ist, weiß ich nicht, wer da überrascht sein kann, weil TB, finde ich, ist halt unnormal viel Unruhe. Und wenn ich hinter mir höre, dass einige Fans von TB, wenn man die so nennen mag, ihre eigenen Spieler beleidigen, weiß ich auch nicht, ob das auf dem Platz gehört. Da sollten sich mal alle Bundestrainer, die so hip in Deutschland, hinterfragen, ob die hier wirklich so viel Ahnung haben, um das einzuschätzen. Deswegen muss ich echt den Hut ziehen vor der Leistung von TB, die von der ersten Minute, gerade mit dem ganzen Saisonverlauf und Ausscheiden aus dem Pokal, die haben hier richtig, die haben alles gegeben. So. Und von daher auch nochmal Kompliment an TB. Scheint, Abo und Oma die Truppe im Griff zu haben. Ich hoffe, ihr habt da noch ein bisschen Zeit, mehr zu machen. Von daher alles Gute auch für euch. Einen anderen schönen Abend. Danke. Dankeschön, beiden Trainern. Gibt es noch Fragen aus der Runde? Ist nicht der Fall, dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende, euch eine gute Einfahrt, alles Gute für die Zukunft. Und denke mal, die Worte von Micha, die hast du richtig verstanden, aber ihr kennt ja schon gleich Ende. Tschüss. Ja, alles Glück für euch. Dankeschön. Ja.